Ja, lassen Sie uns noch mal einen ganz kurzen Gang durch die vier Modelle jetzt vornehmen, durch die hochgradig spannenden Diskussionen und Einschätzungen, Bewertungen von Ihrer Seite. Wir beginnen eben mit dem Modell 1, Tamagotchi, Sie sagen dem Basismodell, das von der aktuellen Situation vor allem ausgeht. Wir hatten ganz unterschiedliche Bewertungen für dieses Modell erhalten. Es hieß beispielsweise ganz explizit, das sei ganz sicherlich kein Zukunftsmodell. Das ist möglicherweise nicht lebensfähig, war dort auch eine Einschätzung, die wir beispielsweise gehört haben. Und es hieß, das ist sozusagen angesichts der erheblichen Veränderungen, denen die Hochschulen grundsätzlich unterliegen, der Arbeitsmarktanforderungen, die sich entwickeln, ein Modell, das zumindest in dieser Form sich nicht wird behaupten können. Und es gibt schon heute vielfältige Veränderungen, die an den Hochschulen erkennbar sind, die sozusagen dazu beitragen, dass eine relativ hohe Entwicklungsdynamik auch in kommenden Jahren weiter bestehen bleiben wird. Es gab Hinweise darauf, dass der Konkurrenzdruck relativ ausgeprägt ist, dass eine weitere Ausdifferenzierung des Hochschulsystems auch greifen könnte in den kommenden Jahren, dass man beispielsweise es dann zu tun hätte mit einer kleinen Riege von Top-Unis, etwa einer großen Gruppe von Fachhochschulen, HAWs, die dann relativ breite Studierende eben im jungen Alter zwischen 19 und 24 Jahren dort ausbilden und einer wachsenden Gruppe von kleinen, international stark vernetzten Hochschulen, die dort eine Nische in der Weise bedienen, dass man sich zusammenfindet mit anderen Hochschulen international, um sozusagen dann auch geeignete Größenordnungen zu erreichen. Ja, ansonsten war eine Einschätzung noch, dieses Modell könnte künftig fortbestehen, sozusagen das andere Spektrum an Einschätzungen hierzu. Der Druck, dass man relativ früh sich qualifiziert, um dann später nicht zu spät eben auch ins Arbeitsleben einzutreten, könnte dazu beitragen, dass ein Modell in diesem Sinne, wie wir es mit Tamagotchi beschrieben haben, auch künftig sehr, sehr viele Studierende anziehen könnte. Interessant am Ende vielleicht noch mit Blick auf die Frage, wie groß wird der Anteil eigentlich sein der Studierenden, die in diesem Modell dann studieren werden. Aktuell vielleicht so etwa 6/7, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, war ein breites Spektrum an Bewertungen erkennbar. Da ist man sich offensichtlich noch nicht so ganz einig, ob das ganz, ganz stark abnehmen wird oder auch künftig eine relativ große Rolle spielen wird. Danke sehr. Okay, wir machen einfach der Reihe nach. Insofern bei meinem Modell, es ging um die Idee, dass es ein Fundament erstmal gibt und dann danach auch bestimmte Lerneinheiten verteilt über das ganze Leben. Sehr interessant war die Frage, okay, was ist dann in diesem Fundament? Was sind dann die verschiedenen Lerneinheiten, die man danach erwerbt? Und wie werden sie gedacht? Werden sie zusammen gedacht als Fortsetzung vom Fundament? Oder sind die additiv dazu? Wenn wir das überlegen, welches sind dann die verschiedenen Hochschulanbieter? Sind das neue Anbieter, die insbesondere eben diese zusätzliche Lernleistung anbieten? Oder ist das dieselbe Hochschule, die dann das ganze Studium einfach ein bisschen anders denkt? Das Interessante von uns war für uns oder für das Modell war zunächst mal der eine Vorwurf, das ist überhaupt nicht neu, das ist nicht innovativ. Innovativ wäre es, ich glaube, das ist auch aus den Gruppen rausgekommen, innovativ wäre es tatsächlich, wenn das ganze Hochschulsystem und alle Hochschulen ihr Programm so denken würden. Insofern, wir hatten so eine gewisse Streuung, aber ich merke, ich bin der Überzeugendste von allen hier, weil die meisten Leute waren eher von meinem Modell überzeugt. Dennoch war es eigentlich wirklich interessant, also choreografisch war es so, die erste Gruppe war eher nicht so kritisch, die zweite Gruppe war kritischer, die dritte Gruppe bewegt sich ungefähr in der Mitte. Wir haben keine vierte Gruppe, das wäre vielleicht interessant. Wir würden aber, ich erzähle kurz nachher was dazu, wir würden aber diese Art von Debatten auch zu unseren Modellen weiterführen, weil das besonders interessant für uns ist. Deswegen gebe ich gleich weiter zu das innovativste Modell habe ich gehört von meiner Gruppe, die mein Modell kritisiert haben. Also Markus, bitte. Ja, danke.
Also mein drittes Modell, das Lego-Set-Modell, ist im Endeffekt sein Modell, aber ohne die Basis sozusagen, die fällt komplett weg. Und bei mir war es ähnlich, also die ersten zwei Gruppen waren bis auf ein, zwei Ausreißer eher mehr in dem Bereich angesiedelt. Und dann ist es da losgegangen, was ist eigentlich mit den Stipendien? Wie schaut es mit der Finanzierbarkeit dieses Modells aus? Weil wir haben ja praktisch kein Basismodell mehr, sondern nur noch Module. Wie soll da die Finanzierung aufgestellt sein? Und natürlich, weil es beginnt ja auch in den sehr frühen Jahren, das heißt im Modell 2 oder 1 hat man einen gewissen, nennen wir es Reifeprozess der Studierenden, der fällt da komplett weg. Das heißt, sie sind für sich selbst verantwortlich, müssen selbstständig studieren und da haben bei ein paar Leute auch die Probleme gesehen. Als auch, wenn man jetzt Medizin oder so betrachtet, es gibt gewisse Studien, wo es nicht möglich ist, war die Meinung, das Ganze modular zu machen. Und natürlich auch, wie soll das mit den Qualifikationen schlussendlich ausschauen? Man hat hier diese Zertifikate, diese Schlüsselqualifikationen, kann man nicht das Ganze dann eigentlich wieder zu so einem Bachelor oder Master zusammenfassen? Das waren die Fragen, die da aufgekommen sind. Und natürlich, wie die Rollen dann der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausschauen soll, als auch die Hochschule. Ich werde das gleich übergeben. Gerne. Ja, vielen Dank von meiner Seite für die tolle Mitarbeit und für die offene Kritik. Als letzte große Kritik kam bei uns rein, dass diese Abfrage totaler Quatsch sei. Und man das irgendwie in dieser Dimension ja gar nicht machen könnte und eigentlich da andere Überschriften hin hätte. Und ich kam dann auch eigentlich ins Grübeln, ob wir alle vier das überhaupt auf derselben Art und Weise versucht haben zu vermitteln. Ist, glaube ich, keine harte Empirie. Wir werden das nicht veröffentlichen. Und, aber es wird live gestreamt. Gut, also insofern thematisiere ich das gar nicht so sehr. Interessant vielleicht aber tatsächlich, dass die erste Gruppe eher hier geklebt hat und die dritte Gruppe dann halt eher hier geklebt hat. Und die zweite war so damit in der Mitte. Das Modell ist ja das vierte Modell der Transformers gewesen, was quasi visuell so aussieht, als wenn es das erste Modell ist, nur im zeitlichen Verlauf deutlich später angesiedelt ist. Da ist auch gleich deutlich gemacht worden, dass das eigentlich in der Darstellung nicht stimmt, dass das irgendwie eigentlich mit Unterbrechung sein muss, alleine schon aufgrund der biografischen Umstände, in der man in dieses Leben reintritt, dass man es gar nicht mehr schafft, en bloc wirklich so zu studieren. Dass es also sozusagen eher dann visuell in Richtung Modell 3 geht und dann vielleicht über ein einheitliches Curriculum aber gerahmt ist. Interessant, glaube ich, für uns, was ich stark mitgenommen habe, ist, dass in diesem Modell ein Spannungsmoment liegt, den wir unbedingt klären müssen, nämlich ist das ein Modell, was quasi eigentlich in Richtung einer beruflichen Weiterbildung geht und damit stark eine Arbeitsmarktorientierung hat, also befähigt es Menschen dazu, quasi eigentlich nächste Karriereschritte zu machen oder einen Karrierewechsel zu machen, dann hätten wir da eine ganz starke Arbeitsmarktorientierung drin, oder ist es eigentlich eher ein Modell, was sozusagen ein Studium Generale am Ende oder zum späteren Zeitpunkt des Lebens, was dann natürlich auch ganz stark damit zusammenhängt, haben wir überhaupt irgendwie genug Arbeit? Vielleicht gibt es ja auch sozusagen einen Lehrraum später, der dann gefüllt werden muss. Also das ist ein Spannungsmoment, was wir hier noch nicht geklärt haben. Damit sind ganz viele andere kritische Aspekte durchdiskutiert worden. Zum Beispiel der Wettbewerb, der sich dann anstellt mit anderen Weiterbildungseinrichtungen, dass es Anerkennungsgeschichten gibt, vielleicht müsste man den Block auch offen zeichnen, also dass es gar nicht einen Anfang hat, sondern dass man sozusagen offen eintreten kann und den Einstieg in dieses Modell verhandelbar ist. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt und Finanzierungsfragen natürlich, solche Sachen. Also sehr, sehr spannende, interessante und sehr kritische Anregungen. Dankeschön dafür. Ja, ich sage nur erstmal vielen Dank nochmal auch meinerseits für die Mitwirkung. Das hat uns auch sehr geholfen. Wir sind in der zweiten großen Phase von unserer Studie, wo wir
Wir haben zunächst mal diese Modelle sozusagen skizziert und wir wollen genau über Rahmenbedingungen, Spannungsmomente etc. sprechen, und das war ein guter Anfang für uns. Wir hoffen, dass wir dadurch auch die Debatte vielleicht allgemein ein bisschen mehr eröffnet haben oder geöffnet haben, indem wir sagen, also man soll nicht zunächst mal auf Institutionen fokussieren, sondern auf diese Lernwege. Und das hilft uns dann, über alle anderen Sachen nochmal sozusagen neu nachzudenken, auch im Kontext der Digitalisierung. Wir würden in der nächsten Zeit noch mehr genau mit dieser Methode weitergehen. Also wir sind große Fans von Citizen Science und wollen das ein bisschen weiterführen mit Blogs und weitere Diskussionen. Das werden wir im Wesentlichen im November jetzt planen. Wir sind noch in der Planungsphase und insofern alles das, was wir heute gelernt und gehört haben, hat uns da geholfen. Ich wollte nur einen ganz kleinen so Exkurs machen, weil hier, wir überlegen ja die ganze Zeit, also wie kann die Hochschullandschaft zukünftig aussehen. Es ist aber für uns durchaus interessant zu sehen, es gibt eine geplante Neugründung in Nürnberg. Und das ist interessant, vielleicht, Herr Hanke, wollen Sie ganz kurz was zu dieser Neugründung sagen, weil ich glaube, in diesem Kontext ist es gut, wenn wir haben ja versucht, sehr, sehr frei und offen zu reden, es ist gut zu sehen, was passiert in der aktuellen Landschaft auch. Vielleicht ganz kurz. Ja, das haben einige vielleicht gehört. Es wird in Bayern eine neue Universität geben, und zwar in Nürnberg. Beschluss der Bayerischen Landesregierung 2017. Es wurde eine Kommission gegründet. Diese Kommission hat ein Konzept entwickelt, das so ziemlich alles anders macht, als es bisher gibt. Ich darf leider noch nicht allzu viel dazu sagen, weil der Vorsitzende Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München, das in 2 Wochen veröffentlichen wird. Aber ich kann vielleicht so viel sagen, wir hatten uns immer überlegt, was muss man eigentlich tun, damit die Öffentlichkeit eine Neugründung überhaupt akzeptiert. Die muss ja einen Mehrwert sehen. Und das kann nicht durch Forschung sein, denn Forschen tun alle gut. Also haben wir gesagt, die 3 Ls, die stehen im Vordergrund. Lehren, Lernen und Leben. Und insofern wird es eine Campus-Universität sein, die nach allen Regeln der Kunst aufgebaut wird. Der bayerische Finanzminister, der damals noch im Amt war, jetzt ist ein anderer im Amt, hat gesagt, zur Gründung, Geld spielt keine Rolle und es werden möglicherweise auch Gesetze geändert. Also da sieht man, wie radikal neu man da denkt. Zu den Studiengängen möchte ich nichts sagen, das möchte ich dem Vorsitzenden vorbehalten. Nur noch vielleicht so viel, die Lehre wird komplett auf digitalen Modellen basiert. Die Vorlesung wird keine Rolle mehr spielen an dieser Universität. Mehr will ich nicht sagen. Den Rest werden Sie in etwa 2 Wochen erfahren, wenn Herr Herrmann mit Herrn Söder vor die Presse tritt. Ja, danke nochmal. Ich wollte nur sagen, wir müssen nicht bis 2030 warten, bis es spannende Sachen gibt. Und das war nur ein Beispiel. Ich weiß, über die ganze Woche hören wir über ganz interessante Initiativen und auch in Fachbereichen gibt es sehr innovative und interessante Fälle. Ich danke Ihnen nochmal für Ihre Zeit heute Abend. Das war für uns auch sehr spannend und sehr hilfreich für das Projekt. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja.